Hurricane Beryl erreicht die US-Küste nahe der texanischen Ortschaft Matagorda. Das US-Hurricane-Zentrum warnt vor lebensgefährlichen Überschwemmungen durch Sturmfluten entlang der Küste. Beryl schwächt sich zunächst zu einem Tropensturm ab und wird dann aber kurze Zeit vor Texas wieder zu einem Hurricane der Kategorie 1 mit Windgeschwindigkeit um 120 km pro Stunde. In den bedrohten Gebieten verschlagen manche Bewohner ihre Fenster mit Brettern. Viele ignorieren jedoch die Aufforderung der Behörden, sich in Sicherheit zu bringen. Vizegouverneur Dan Patrick ruft mit 121 Counties im Bezirk Refugio wird eine Evakuierung angeordnet. Beryl zieht sich voraussichtlich in nordöstlicher Richtung über Ost-Texas und Air-Kansas. Das Sturmzentrum soll in der Nacht zwischen Corpus Christi und Galveston auf Land treffen. Die Ausläufer bringen bereits starken Regen, heftigen Wind und stürmischen See. Teile des Bundesstaates erwarten Sturmfluten, Überschwemmungen und mögliche Tornados. Im Nordosten Mexikos wird ebenfalls starker Regen und Wind erwartet. Beryl entsteht Ende Juni im Atlantik und erreicht zeitweise die höchste Hurricane-Stärke der Kategorie 5. Er zieht über mehrere Inseln der kleinen Antillen, trifft an der Ostküste der mexikanischen Halbinsel Yucatan aufs Festland und zieht durch den Golf von Mexiko weiter. In Mexiko entwurzelt Beryl Bäume und verursacht Stromausfälle. In der Karibikregion sterben mindestens 11 Menschen, darunter 3 in Venezuela. Auf Grenada und St. Vincent und die Grenadinen werden über 90% der Häuser beschädigt oder zerstört. Jamaika erlebt große Schäden und Stromausfälle. Ein so starker Sturm wird noch nie so früh in der atlantischen Hurricane-Saison erfasst, die im Juni beginnt und ein halbes Jahr dauert. Warmes Wasser durch den Klimawandel machen starke Wirbelstürme wahrscheinlicher.